Hallo und guten Tag bei den neuesten Bulli-News. Huhu, wir hoffen, es geht euch gut. Und denen es nicht so gut geht, wie meiner kleinen Schwester Ivy, wünschen wir gute Besserung. Wieso, was hat sie denn, kleines Mausgewitz? Ganz fiesen Husten und Snuppen, so wie meine ganze andere Mischprokel in Kerzin auch. Also seht zu, dass ihr schnell wieder gesund werdet, klar? Genau. Apropos gesund werden, was hast du da an deiner Lippe, kleines Mausgewitz? Och, das ist nur so ein Papillom oder sowas. Ah, Frau Doktor hat gesagt, das geht von alleine weg. Und bis es soweit ist, mache ich einfach die Oberlippe drüber. Warte, Schröder, kicke. So, zack, weg. Nicht schlecht, kleines Mausgewitz. Das hast du ja wieder ganz clever gemacht. Kommen wir jetzt zu deinem Problem, kleines Mausgewitz. Problem? Was denn für ein Problem, Schröder? Nur weil ich mir nicht an der Katze vorbeigetraut habe? Das kannst du ja noch nicht gleich als Problem bezeichnen. Außerdem, irgendwann geht die Katze da auch weg, so. Na, das Problem habe ich eigentlich nicht gemeint, kleines Mausgewitz. Problem? Ich hab doch kein Problem. Nee, ich bin doch kein Problem, Bulli Schröder. Ach nee, kleines Mausgewitz. Und wie ist das mit den Socken? Ach, das meinst du, Schrödi. Naja, ich hab vielleicht so ein paar Socken gesammelt, damit Biene die nicht aufheben muss. Aber wenn da mal irgendwo ab und zu eine Socke auf dem Boden lag, dann hab ich die dann... Nein, ich hab die dann wirklich nur gesichert, weißt du, Schröder? Mausgewitz. Weißt du, wie man das nennt? Sockhoarding. Das heißt so viel wie Sockenhorten. Ja. Ach, das kannst du doch so nicht sagen, Schröder. Und das ist noch lange kein Grund, mir den ollen Paparazzi auf den Hals zu hetzen. So ein Käse. Und ob ich das kann, kleines Mausgewitz. Und weißt du was? Der hat jetzt sogar seine eigene Rubrik bei uns in den Bulli-News gekriegt. Au, Backesröder. Na, da bin ich auch mal gespannt, was der alles über uns auskriegt. Nun gut, Schlumpi, dann leg mal los. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren beim Bulli-Klatsch. Mein Name ist Schlumpi und ich zeige Ihnen jetzt, wie weit die Herren Rüssler mit dem Bau des Thrones für die liebe Oma Sabine gekommen sind. Achtung, aufgepasst! Hier sehen Sie nun das erste Stuhlbein. Ich nehme an, der Bau wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Wir bitten Sie also noch um etwas Geduld. Sollten sich irgendwann mal Fortschritte einstellen, sage ich Ihnen selbstverständlich Bescheid. So eine Petze! Wir sollten jetzt mal ganz schnell zum Wetter kommen. Findest du nicht auch? Ja, Schröder, ich glaube, dass das eine hervorragende Idee ist. Musst du ja nicht so kicken, oller Paparazzi. Frobert! Das Wetter, bitte! Und kick mal, jetzt kommt er auch noch und schnuppert an unserer Deko rum. Wie unhöflich! So, ich glaube, das reicht für heute mit den Bulli-News. Was, Schröder? Ja, kleines Mausgewitz, das glaube ich auch. Wer weiß, was sonst noch alles ans Tageslicht kommt. Wir wünschen euch noch einen angenehmen Tag und bis bald. Tschüss!